Erste Tor wird der Rekord gebrochen. Gauthieron und Ambry haben jetzt auch ins Spielgeschehen eingegriffen. Schor findet Bestoni. Schön gespielt. Heim. Tor. Das 1-0. Powerplay ausgenutzt. In der vierten Minute geht's Ambry in Führung. André Heim ist der erste Torschütze für seine Mannschaft in dieser Spielzeit. Schor mit einem super Pass. Da hat er den Mitspieler nicht wirklich gesehen. Heim stellt sich hier schön frei. Und Jecke ist zu weit weg, um noch etwas auszurichten. Und Berra am Ende auch geschlagen. Ein schön herausgespieltes Powerplay-Tor. Die letzte Saison in Schweden noch Teamkollegen waren und Heim sorgt wieder für etwas Gefahr. Jetzt Virtanen rein in den Torraum mit der Scheibe, aber Christoph Berci. Pass kommt Backhand, sodass der nicht direkt hat schießen können. Jetzt kommt er rum mit Bükow. Erste gute Chance, noch eine Nachschussgelegenheit für Andrei Bükow. Und was hatten wir schon im ersten Drittel? Das in Am. Vorle. Aber es ist abgepfiffen. Und zwar wurde eine Strafe ausgemacht vom Herrn Schiedsrichter Stricker. Maurer Duffner hat den Stock verloren. Der liegt dort im Schiedsrichterkreis. Duffner sieht da benommen aus. Hier haben wir die Szene. Der Check von McMillan geht Richtung Kopf. Und die Schiedsrichter werden sich das Ganze jetzt auch noch am Monitor anschauen. Das dürfen sie in der neuen Tor vorbei. Motte. Noch eine halbe Minute, doppelte Überzahl und hier ist das Tor. Kilian Motte mit dem Ausgleich. In Spielminute 25 erlöst Kilian Motte Freiburg-Gauthieron mit dem ersten Saisontor, dem 1:1. Es ist ein Tor im Powerplay. Motte hier in Scheibenbesitz. Er wartet und wartet, zieht auf und hämmert das Ding auch noch rein. Eine tolle Einzelleistung. Gonzi nichts, Macho macht sich dünn. Und Motte mit dem versenkten Puck. Bercivic von Goren attackiert. In Bern waren sie früher mal Teamkollegen. Sprunger nimmt die Scheibe mit. Aber der Gegner ist auch präsent. Sprunger mit einem weiten Weg. Hier setzt er sich durch gegen vorne, geht rein in Skid. Jetzt der Pass vorne. Super Bürgler von Heim lanciert. Bürgler. Tor! Das ist die Entscheidung. Dario Bürgler mit dem 2:1, dem Siegestor in der Overtime. Ambry Piotta gewinnt heute Abend auswärts gegen Gauthieron mit 2:1 nach Verlängerung. Gauthieron außer Puste und bezwungen. Gauthieron, das heute während zwei Dritteln das Spiel dominiert hat und am Ende jubeln die Gästefans. Benjamin Gons ist nebst Bürgler der Held des Spiels auf Seiten der Gäste. Und schauen Sie sich diesen Pass an. Heim, er ist auch ein Held. Dieses Tor vorbereitet, das erste geschossen. Und Bürgler ist also am Ende der Mann, der die Wand beiden Toren durchbricht.